Hallo, wir sind beim GmbH-Geschäftsführertag. Neben mir sitzt Thorsten Alpers, ich bin Sascha Förster von Bonn Digital und vielleicht fangen wir einfach mal an. Thorsten, wer bist denn du eigentlich? Wer bin ich? Hast viele Rollen. Ich habe viele Rollen, genau. Ich habe auch viele verschiedene Rollen, also zeitlich versetzt auch, weil ich bin Interim Manager. Und dann bin ich mal ein halbes Jahr in der Firma und habe den Auftrag und die Aufgabe und dann bin ich wieder ein halbes Jahr in der Firma und soll da das bewegen. Das Ganze läuft auf der Team-, Persönlichkeits- und Führungskräfteentwicklungsebene ab und alles, was dazugehört, in Veränderungsprozessen zum Beispiel, in Beschwerdemanagement zu implementieren, das war eine Aufgabe beim meinem letzten Kunden. Und da muss ich natürlich mobil sein und deswegen freue ich mich, dass wir in so einem schönen Auto dieses Interview jetzt machen, weil ich bin nicht immer in Bonn tätig, sondern gerne auch bundesweit. Genau, ist auch mal ein Versuch, wie man 360-Grad-Interviews in einem Auto machen kann. Und da wir beim GmbH-Geschäftsführertag gerade ein bisschen Zeit haben, sind gar nicht so viele Leute da und hier steht so ein schöner BMW rum, können wir uns einerseits über deinen Job unterhalten und vielleicht auch ein bisschen über Mobilität und wie du damals Auto gefahren bist. Aber das interessiert mich jetzt auch nochmal, Interimsmanagement. Wie kommt das eigentlich zu der Situation, dass ein Unternehmen ja einen Interimsmanager braucht? Was sind so die typischen Fälle? Zum einen in Veränderungsprozessen, dass Führungskräfte neue Aufgaben bekommen sollen, in Projekte gesteckt werden, wo dann aber wieder eine Teamleiterposition besetzt werden muss, aber womöglich nur auf Zeit. Mhm. Nach dem Motto, wir brauchen für ein halbes Jahr einen Teamleiter, der das und das Team führt, der Erfahrung in der und der Branche hat, damit wir unser Projekt zum Veränderungsmanagement durchführen können mit einer internen Führungskraft. Kann aber auch sein, dass eine Führungskraft knallervoll das Unternehmen verlässt, und bis ein Nachfolger gefunden wird, die Stelle interimistisch besetzt werden soll. Okay. Es kann auch sein, dass im Zuge einer Nachfolgeregelung jemand intern erst befähigt werden soll über sogenannte Mentoring-Prozesse. Und dem halte ich dann auch so lange den Rücken frei, indem ich halt die Personalverantwortung übernehme. Heißt, auch auf der Ebene, wenn jetzt ein Geschäftsführer, wir sind jetzt beim GmbH-Geschäftsführertag, der GmbH-Geschäftsführer sagt, er sucht einen Nachfolger oder hat einen Nachfolger gefunden, der braucht aber noch ein bisschen, dann kann der schon in Urlaub fahren. Du machst das 2 Monate oder ein Jahr? Oder passiert das selten? Das passiert sehr selten, in der Tat. Das ist nämlich sehr, sehr dünnes Eis. Mittelständische Betriebe, GmbH-Geschäftsführer ist nochmal eine Kategorie für sich und da ist einfach nicht meine Expertise. Ich würde Ihnen zwar gerne beraten in der Nachfolgeregelung nach dem Motto, was müssen Sie beachten, wenn er sagt, ich möchte mich gerne beraten lassen. GmbH-Geschäftsführer haben ein sehr breites Kompetenzfeld. Die müssen ja viel selber auch machen und sich in rechtlichen Belangen sehr gut auskennen. Und sie sagen, ich hätte aber gerne ein paar externe Impulse, weil ich bin so betriebsblind geworden in meinen vielen Jahren der Tätigkeit. Kommen Sie mal als Sparringspartner zu mir, dann begleite ich die auch in der Phase. Mhm. Okay, aber das Einfache ist es, wenn es schon in bestehenden Strukturen, also im Mittelmanagement eigentlich eher das passiert, oder vielleicht auch im höheren Management, aber vermeintlich ja, weil das Taskfeld ist dann etwas schlanker, aber einfacher wird es nicht unbedingt. Mhm. Also die deutsche Tochter einer amerikanischen Matrix-Organisation ist teilweise auch sehr komplex, und sich da reinzuarbeiten dauert oft viel länger als im mittelständischen Betrieb. Eine andere Frage, warum machst du das eigentlich? Kriegst du dann schöne Firmenautos in der Zeit und deswegen macht das so viel Spaß, weil man dann irgendwie, ja, nee, also ich denke mal, ja, warum macht man das eigentlich? Was, klar, es wird einen Markt geben, ja. Irgendjemand muss es machen, aber warum macht das Spaß? Ist da irgendwas was Interessantes dran? Was ist das? Also zum einen, mein Leitsatz ist, Wissen und Erfahrung sind nur halb so viel wert, wenn man sie nicht teilt. Also das, was ich in meinem Leben bislang erfahren habe, das gebe ich gerne weiter. Oder unterstütze Menschen mit meiner Erfahrung, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ist eine lange Geschichte, aber allein aus 15 Jahren Führungskräfte-Dasein und in verschiedenen Branchen tätig gewesen zu sein, birgt einen sehr großen Erfahrungsschatz. Wo ich wirklich Spaß dran habe, mich in immer wieder neue Situationen, komplexe Zusammenhänge auch reinzudenken und reinzuarbeiten, das Ganze zu verstehen,
Ja, Stichwort Betriebsblindheit. Ich sehe mehr manchmal. Mhm. Und damit kann ich ganz neue Blickwinkel oder Aspekte reinbringen. Und in meinem Angestellten-Dasein habe ich das nicht wirklich so durchführen können in der Firma, wo ich festangestellt war. Deswegen habe ich mich selbstständig gemacht und habe viel trainiert, habe viel gecoacht, Workshops moderiert und so weiter. Und aufgrund der Erfahrung habe ich dann eben beschlossen, jetzt gehe ich in die Unternehmen, übernehme da auch Personalverantwortung und bin Führungskraft auf Zeit. Jetzt gibt es ja auch einen Stand, da können Vertriebler und Einkäufer auf einen Pferdehof gehen und lernen anhand von der Interaktion mit dem Pferd, wie sie überhaupt das schaffen, Vertrauen aufzubauen und das Pferd auch zu führen. Ich wollte dich jetzt nicht mit dem Pferd vergleichen, keine Sorge. Nein, aber es hat durchaus Parallelen. Ne, ja. Wie, du kommst in so ein neues Unternehmen rein, da ist ein bestehendes Team, da sind bestehende Strukturen und dann sagst du so, hallo Leute, ich bin jetzt euer Chef. Und dann? Und dann sagen die, du kannst ja erstmal, genau. Was will der mir denn sagen? Wer bist du überhaupt? Ja, genau. Dann ist wichtig, dass die Expertise zu dem Unternehmen passt. Also eine Firma, die Waschmaschinen und Kühlschränke verkauft, wird niemanden akzeptieren, der vorher Versicherungen verkauft hat oder in der Produktion tätig war. Also, wobei das je nach Management ja auch fast wieder egal sein könnte, was da inhaltlich gemacht wird. Hauptsache die Prozesse versteht man und wie Unternehmen sind. Ja. Das wissen wir, aber manche sind sich dessen nicht bewusst. Und Stichwort Bewusstsein bei dieser Geschichte Führungskräfte, was können wir von Pferden dazu lernen? Man wird sich seines eigenen Führungsstils und seiner eigenen Defizite oder Stärken bewusst, wenn man versucht, ein Pferd zu führen. Und das lässt sich 1:1 übertragen auf die Führung von Menschen. Eine Kollegin hatte vorhin einen schönen Vortrag gehalten, da hat sie gesagt, führen kann ich nur, wenn mir jemand folgt. Und wenn ich sage, mir nach und gehe vor und es kommt keiner hinterher, dann bin ich auch keine Führungskraft. Viel passiert ja im Unterbewussten und dieses ins Bewusstsein zu holen und zu eruieren, was kann ich denn noch besser machen oder warum ist jemand aus meinem Team nicht so erfolgreich? Das ist eine der zentralen Aufgaben, der ersten Schritte, die man machen muss, um wirklich Veränderungen herbeizuführen. Jetzt sehe ich noch so zwei Themen, die irgendwie da sind. Einerseits, jetzt bist du da, hast dich eingearbeitet und irgendwie vielleicht identifizierst du dich sogar mit dem Unternehmen, verbindest dich mit den Leuten, magst das Team, baust da Beziehungen auf, führst die mögen dich, aber es ist immer ein Enddatum dran und dann bist du wieder weg. Ja. Und du musst auch jetzt nicht irgendwie diese Nachhaltigkeitsperspektive so stark fahren, wie was passiert mit dem Unternehmen in 15 Jahren. Die hast du vielleicht in der Brille, aber für dich persönlich, du bist dann nicht mit Haut und Haaren drin, sondern du weißt, du hast dann irgendwann einen Punkt, wo du raus bist. Was ja auch wieder erleichternd sein kann, denke ich mal, dass du sagen kannst, ich kann jetzt wieder viele neue Eindrücke sammeln und immer wieder was Neues sehen. Genau. Und es hat auch irgendwann mal ein Ende, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Ja, und das finde ich auch gut. Also, dass es ein Ende hat. Weil für mich muss es immer ein Ende haben, bevor es zur Routine wird. Vertrauen, genau, das ist die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. Ich muss in der Lage sein, Vertrauen aufzubauen, sowohl zu den Stakeholdern, die mir den Auftrag gegeben haben, mach das mal, als auch zu den Teammitgliedern. Aber das habe ich bis jetzt immer ganz gut hingekriegt. Und wenn nicht, dann würde ich das auch sagen. Ich habe das Gefühl, da passt was nicht, da ist die Vertrauensebene nicht da. So, und dann kann der Auftrag 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Monate dauern. In der Zeit habe ich auch wirklich eine emotionale Bindung an die Mitarbeiter und der Abschied fällt auch manchmal schwer. Ich habe es aber auch in der Hand, der Firma dann zu empfehlen, pass mal auf, eure Leute brauchen noch weiter Begleitung. Ich kann das nicht darstellen, manchmal mache ich das aber auch und sage, okay, alle 30 Tage komme ich zu euch, moderiere nochmal einen Workshop, damit dieser ganze Prozess, damit dieses Bewusstsein aufrechterhalten wird. Und dann gehe ich den nächsten Schritt.
Also mir tut das nicht weh, ich kann ganz gut loslassen, ich kann Beziehungen gut aufbauen, ich kann aber auch gut mich wieder neuen Aufgaben zuwenden. Insofern ist genau der richtige Job für mich. Spannend, ja, danke für die Einblicke ins Interimsmanagement. Gerne. Dann erzähl mir noch deine BMW-Geschichte, wo wir gerade im BMW sitzen. Genau. Ich habe nämlich auf dem BMW Fahrschule gemacht und ich fahre derzeit keinen BMW, es sei denn, ich habe einen Mietwagen von einem Kunden. Und frage mich gerade, wie das jetzt wohl ist, wenn man einen BMW fährt, ob sich das noch so genauso anfühlt wie früher, also mit Kupplung und Bremse und Schaltung. Aber ich habe seit langem keinen BMW-Schaltwagen mehr gesehen. Ja, eigentlich der schade, hat auch keine Schaltung. Auf der anderen Seite. Der ist auch eine Automatik, ja. Wundere ich mich gerade, wie viel Technologie in so ein Auto reinpasst. Ja, hier oben ist wahrscheinlich schon allerhand Zeug verbaut, irgendwelche Sensoren. Kameras, Mikrofone. Ich finde das schon mal sympathisch, dass Lautsprecher drin sind. Wobei ich auch mal gelesen habe, dass Autos und Musik hören die schwierigste Kombination sind, weil das irgendwie so ein geschlossener Raum ist und ganz schwer auszupegeln ist, ja, wo welcher Ton sauber ist. Ja, es gibt viele Autos mit ganz schlechten Stereoanlagen. Tja, hinten ist auch Platz für Kinder und Erwachsene. Ich lasse mich ja lieber fahren. Wir können ja mal zu den netten Herren von BMW gehen. Ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. So, Johannes, danke für den Glückskeks. Damit schließen wir dann auch vielleicht die Runde. Kölsche Rundgesetz, was nix kostet, das ist auch nix. Passt auch zum BMW, der ist auch relativ teuer. Thorsten Alpers, danke dir für das Interview. Gucken wir mal, ob wir das veröffentlichen, ob das... wie das wahrgenommen wird, das würde mich auch interessieren. Also wie findet ihr 360-Grad-Interviews? Ist das hilfreich oder nervt das, dann immer hin und her zu scrollen? Ja, und ansonsten vielleicht das nächste Mal mit Musik. Wobei, das sind immer die Rechte. Ja, also erstmal danke. Ich danke dir, Sascha. Hat Spaß gemacht.